Ja gut, weiter geht's. Hoffen wir, dass das Ding stabil bleibt. Kameraden, eine Frage. Was gibt's, Grünschnabel? Ich werde es auf jeden Fall so ein bisschen im Auge behalten. Also. Wo? Hä? Ich war doch in diesem Haus drin. Was denn? Belästige uns nie. Nie wieder mit. War ich nicht genau hier drin? Finde Schattenbein, Wurz oder kämpf mit Sheila gegen den Kairan. So, muss ich hier rein oder? Scheinbar ist es in diesem Haus, aber das ist doch, da war ich doch drin. Teufel, hab ich einen Durst. Und ich. Ah, Moment. Vielleicht borgt uns einer was. Hier oben, oder? Ah, ja. Eng beschriebene Nachricht. Ah, ja. Hexe, ich habe auf dich gewartet. Wir sollen ein Ungeheuer töten, das Schiffe versenkt. Hast du Angst? Nein, aber wir werden den Kairan ans Ufer locken müssen. Überlass das mir. Angst, Potter? Ich kann's kaum erwarten. Das wird ein ziemliches Schauspiel. Das kann sein. Aber die Lorbeeren wirst du einheimsen. Lorbeeren? Wenn er am Ufer ist, tötest du ihn. Oder sie. Was immer es ist. Hast du herausgefunden, woher der Kairan stammt? Das habe ich nicht versucht. Dann weißt du, dass ihn ein Zauberer erschaffen hat. Ich hatte es vermutet. Und? Soll ich mich deswegen schuldig fühlen? Mich mit einem Irren assoziieren? Ich denk nicht dran. Woher weißt du denn, dass es ein Zauberer war? Ich weiß es nicht. Ich habe geraten. Mashallah. Ich habe alles, was ich brauche. Gehen wir. Bevor wir uns an die Arbeit machen, solltest du dich vergewissern, dass sie uns auch bezahlen. Sprich mit den Kaufleuten in den... Okay. Ja, wir sollten auch noch diesen Trank schlucken, ne? Weil sonst haben wir den ganzen Scheiß hier für nichts gemacht. Warte mal. Was gibt es für... Ich habe alles... Bevor wir uns an die Arbeit machen... Sprich mit den... Hä? Interessant. Aha. Mit wem? Hä? In den Magazinen? Warte mal, bin ich lost? Ich muss... Also viele Flaws das Spiel, ne? Muss man ganz klar sagen. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich habe... Bevor wir uns an die Arbeit machen, solltest du dich vergewissern, dass sie uns auch bezahlen. Ja. Sprich mit den Kaufleuten in den Magazinen. Okay, wo sind die Magazine und von welchen Kaufleuten sprichst du? Warum bist du immer noch markiert? Es macht einfach alles keinen Sinn. Ah, okay. Frage des Preises. Ist es das hier oder... Maybe? Ich hoffe? Ja, also sehr clunky die Mechanics, ne? Das erinnert mich teilweise schon mehr an ein, oh Gott. Wie hieß das Spiel? Das alte deutsche Spiel? Das alte RPG? Ihr wisst, was ich meine. So, das sind die Magazine, ne? Ich sehe, wie er sein Messer greifen will. Teufelskerl. Da ist der Kaufmann. Und? Sehr schön. Was willst du? Eins? Die Wege sind unpassierbar. Die Wälder voller Banditen. Den Hafen blockiert ein Wassermonster. Und jetzt wollen sie noch die Maut erhöhen. Gegen die Maut kann ich nichts machen, aber vielleicht gegen das Wassermonster. Hat die Zauberin auch gesagt. Kein Ergebnis. Sie hat mir eine Zusammenarbeit vorgeschlagen. Und wer soll das bezahlen? Darüber verhandeln wir jetzt. Die Zauberin meinte, sie wird's allein schaffen. Wir haben ihr eine faire Belohnung geboten. Die könnt ihr euch ja teilen. Digga, was hat dieser Typ wieder für ein dummes Teil im Gesicht? Wie hält so eine Brille eigentlich? Jetzt arbeiten wir zu zweit. Unser Lohn sollte also doppelt so hoch ausfallen. Netter Scherz.
Du bezahlst uns doppelt so viel, was du Herrin Tankerville versprochen hast, denn so viel ist der Auftrag wert. Gut. Er macht das Shingeki no Jutsu. Von mir aus. Fachkräfte wie euch darf man sich ruhig was kosten lassen. Abgemacht. Jetzt erzähl mir, was du über das Ungeheuer weißt. Du bist doch der Hexer zum Kuckuck. Ich kenn mich da nicht aus. Wer kennt sich denn aus? Dieser verschrobene Elf Cedric vielleicht. Angeblich weiß der eine Menge über Bestien. Und jetzt lass mich in Frieden. Okay, dafür bin ich jetzt extra hergekommen. Eine Frage des Preises. Haben wir das jetzt gemacht? Müssen wir wieder mit ihm reden, oder? Zu Hilfe! Ein Mutant verfolgt mich! Und auf der Jagd wie eine Katze. Sei gegrüßt. Also der Einzige, der... Das ist der Blaue auf der Map. Aber der schreit nur dumm rum. Okay. Ja gut, ich meine, ich hoffe, dass das jetzt erledigt ist, ne? Muss ich das alles erledigen, bevor ich den Kairan machen kann, oder... Okay, ich hoffe mal, dass es passt. Das deutsche RPG. Niemand hat es erraten. Alter, es gibt ein einziges deutsches RPG, was so richtig, richtig bekannt ist. Und nein, nicht Anno. Ich hasse das, wenn mir Namen nicht einfallen. Gothic. Da habt das. Ihr Schlawiner. Gothic, also Witcher 2 erinnert mich mehr an Gothic, ne? So richtig schön clunky, Alter. Sie sagt, ich wäre nur so ein Schenk. So, du olle Hexe. Was gibt es für Fortschritte? Ich bin bereit. Ich habe alles, was ich brauche. Gehen wir. Großartig. Dann los. Let's go. Bereit? Bilde ich mir das ein oder hast du dich angemalt? Jeder hat so seine Rituale. Ich fürchte, Kairane sind farbenblind. Schluss damit, Geralt. Wird Zeit, dass wir das Ungeheuer aus dem Wasser holen. Hast du irgendein Ass im Ärmel? Habe ich immer. Lass dich nicht auffressen, dann sind wir bald Helden. Oh ja. Dein Wort im Ohr der Götter. Geh du runter. Ich bleibe auf der Brücke und locke ihn aufs Trockene. Und pass auf, er ist auch an Land noch verdammt gefährlich. Der kann auch an Land kommen? Warte mal, wie... Wie komme ich denn da runter überhaupt? Muss ich hier runter oder wo muss ich hin? Ich siege den Kairan. Geh du runter. Ich bleibe auf der Brücke und locke ihn aufs Trockene. Und pass auf, er ist auch an Land noch verdammt gefährlich. Ja, hier aus der sicheren Entfernung lockst du ihn raus oder wie? Hä, und muss ich jetzt den ganzen Weg da runterrennen oder wie? Was ist denn das? Oh Mann, ey. Ach, Witcher. Ich sehe schon. Also Witcher 2 ist eine ganze Menge rumrennen. Schlauchig, schlauchig, schlauchig. So, kann ich please noch mein Tränkchen nehmen? Das habe ich mit viel Liebe zusammengebraut jetzt. Jetzt sind wir mal gespannt, Freunde. Der hat aber
ein dickes Ohrschloch, ey. Meditation. Oh, oh, meditieren geht hier nicht. Cool. Dann kann ich ja meinen Trank jetzt gar nicht nehmen. Wie nimmt man Tränke, wenn man nicht. Cool, Bro. Okay, cool. Ja, ist ja alles cool, ne? Alles klar. Was? Fang ihn mit dem Erden. Oh je, Bruder. Halt's Maul, du dumme Ho! Oh wow, ich bin tot, weil... okay. Gut, ich sehe schon, was für ein Kampf das wird. Ja, finde ich auf jeden Fall richtig nice, dass die uns die Gelegenheit nicht geben. Die tun einfach ab irgendeinem Zeitpunkt die Cutscene triggern und dann, ja, ist egal, dass du eine Stunde lang diesen blöden Trank gebraut hast und so. Das spielt keine Rolle, weil, ja, dann kannst du den Scheißtrank halt einfach nicht mehr verwenden, ne? Ja, da ist ja schon der Irden. Das hat halt nichts gebracht, ne? Ah, jetzt. Du stinkst. Haja! Schlitz! Oh, goodness. Hallo? Ja, also ich spüre ja gar nichts von meiner Regeneration hier, ne? Von meiner Regeneration, die ich scheinbar im Kampf habe. Regeneriert sich mein Leben überhaupt? Irgendwie nicht. Warum chillt die jetzt eigentlich da oben? Hat die nichts mehr zu tun, oder? Okay, also das Tentakel da drüben kannst du nicht fangen. Es muss das hier sein. Das ist ein weirder Bosskampf. Okay, mein Schutzschild hält irgendwie noch 20 Seeks. Okay. Ich habe das Prinzip verstanden. Boah, scheiße, Digga, die Leertaste. Das ist einfach ein Kill?
Nice, ich hab's fast full, also ich hab's full life geschafft. Den ganzen Boss full life. Und dann verkackst du einmal im Quicktime. Und dann kannst du den ganzen Bosskampf normal machen, weil... Okay. Cool. Und jetzt die Leertaste. Okay. Gut, ich bin dem One-Shot entkommen. Und jetzt? Hä? Hallo? Hä? What the fuck? Alles klar, Bruder. Also der Boss ist nicht schwer. Oh mein Gott. Hübi, du Sohn! Oh, Junge, als ob er mich jetzt raidet, wo ich so hardcore verkack bei diesem Boss, Junge. Oh. Oh, Junge, Grüße geht raus an Hübi und seine Hübi-Family. Also das wird safe nichts. Den kann ich easy nochmal machen. Und Geralt kriegt wieder keine Mana-Punkte. Das ist zum Kotzen. Woran liegt das? Muss ich den Hirnschild brechen lassen? Oh, jetzt verrecke ich wegen Gift oder wie? Ich glaube nicht. Gestern schon wieder wie so ein Achtarmiger mir einen reingeorgelt mit Gerhard. Wir waren richtig verklüngelt, Alter. Ich habe gerade das Gefühl, ich kämpfe gegen den Achtarmigen. Okay, ich bin hier scheinbar safe. Gut, 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 gut. Was? Was? Was soll das? Nein! Nein! Digga, was ist das für ein Schmutzspiel? Ich mach gleich aus. Ich hab keinen Bock mehr. Und tschüss. So. Digga, Witcher 3. Das beste RPG auf dem Planeten. Witcher 2, scheinbar der größte Scheißdreck, Alter. Holy shit, bin ich frustriert. Also ich wüsste gerne, was ich angreifen muss in der dritten Phase. Weiß das irgendjemand von euch? Cool, diesmal gab es nicht mal einen Quicktime. Bruder, das ist der erste Boss des Spiels, ne? Okay, ich gebe auf. Wir spielen auf leicht. Also wenn ich dieses Spiel spiele, dann ganz, ganz sicher nicht auf der Schwierigkeitsstufe. Auf die rechte Seite. Hier drauf, meinst du? Nö, irgendwie nicht. Das mit links geht auch nicht wirklich, oder? Oh mein Gott, das geht tatsächlich. Lol. Warum ging es vorhin nicht? Genau das habe ich doch probiert. Und jetzt? Hey. Oh Mann, das Game ist so clunky, Junge. Du kannst nicht mal von da runterspringen. Okay, immerhin wissen wir jetzt, was wir zu tun haben. Ja, gut. Also das hätte ich auch im normalen Schwierigkeitsgrad geschafft. Aber gut zu wissen. Oh mein Gott, Digga. Geschafft. Kein schlechter Kampf. Ja, yeah, halt die Fresse, du dumme Kuh. Ist nichts geschehen? ja, nö, alles mir klar, ist ne? Nichts geschehen. Ich habe viel Kraft verbraucht. First try. Wenn ich dir noch hätte helfen müssen,
Ich kann mir selbst helfen. Eine Zauberin ist besorgt um mich. Soll ich mich da fürchten? Ja, ja. Alle Hexer mimen den harten Kerl. Also again, ne? Wenn du eine Mechanics des Spiels kennst, ist es halt nicht schwer. Aber egal, ich wiederhole mich. Ich hätte nicht gedacht, dass er so enorm ist. Triss hatte recht. Das ist eine Mutation. Herbeigeführt durch Magie. Dann an die Arbeit. Ich nehme nur die besseren Komponenten mit. Nicht schön, dass so viel verschwendet wird. Schade um die Zeit. Dann also auf Wiedersehen. Vergiss die Belohnung nicht. Keine Bange. Also ehrlich gesagt kann man diesen Kairan auch auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad schaffen, weil ich glaube, der zweite Try, den ich gemacht habe, war no damage. Ne, ich bin bis zum Quicktime-Event ohne Damage gekommen. Ich stand hier und dann wurde ich halt geone-shottet, weil ich im Strom stand. Hätte ich einfach gewusst, dass ich da hin muss und da hochlaufen, dann hätte ich den auch im schwierigsten Schwierigkeitsgrad second tried oder so. Aber das Problem ist, also vielleicht hätte es dann mehr Quicktime-Events gegeben oder so, das weiß man natürlich nicht. Aber der Boss ist halt nicht schwer, wenn du weißt, wie er funktioniert. Aber er ist halt einfach fucking unfair und sehr unintuitiv. Das gesamte Spiel ist irgendwie sehr unintuitiv. Also, ne, so, man kann irgendwie keine Tränke einsetzen. Man sucht die ganze Zeit irgendwie, wie kann man das machen, wo kann man das machen. Man kann nicht schnell, also es ist sehr, sehr clunky und unintuitiv, das Teil. Ich hoffe, dass das Spiel noch richtig einen rauszimmert, wenn es um die Story geht, weil, wie gesagt, wegen dem Gameplay oder wegen der Challenge spiele ich das nicht. Aber okay. Würde speichern. Ich glaube, es hat automatisch gespeichert. Und das mit dem Schnellreisen, das ist tatsächlich mein persönlicher Turn-off. Weil der Großteil von diesem Gameplay, was wir jetzt hier machen werden, ist scheinbar, wir rennen von einem Dorf zu einem Punkt, sterben dann 50 Mal, rennen dann wieder zurück, holen dann ein Gras in einer Höhle, rennen dann wieder zurück. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Bin ich der Einzige, der gerade so, der so ein bisschen enttäuscht ist von Witcher 2? Im ersten Stream war ich ein bisschen begeisterter, weil ich dachte, die Grafik sei viel schlechter. Die Grafik ist echt die Stärke des Spiels, das muss man sagen. Und die Vertonung und so dafür, dass es halt wirklich fast 10 Jahre alt ist, das ist echt anständig. Aber der Rest, puh, Digga. Schwierig. Wie kann ich Tränke hier reintun? Geht das vielleicht noch gar nicht, weil ich nur das hier... Okay, aber die Bomben bringen mir halt gar nichts, ne? Okay, hol dir den Lohn für die Tötung des Dingens ab. Ich glaube, ich muss in die Richtung, laut den Pfeilen. Gut, immerhin habe ich jetzt einen Pfeil. Was willst du? Gibt bestimmt auch etwas für Schnellreisen. Also Schnellreisen wird das Spiel extrem viel aufbessern. Das nicht schnell reisen können ist für mich eigentlich ein Dealbreaker, ein Gamechanger, so ein Dealbreaker. Auftrag ausgeführt. Der Kairan ist tot. Gut gemacht. Hier ist dein Lohn. Teufelskerl. Und er starb mit einem. Warte, was? Rüstung? Geld hat er nicht. Nur die Arme. Kairan Panzer, haben wir gerade eine Rüstung bekommen von dem? Hä? Nee. Okay. Komisch. Ah, hier, Schema, Rüstung aus Kairan-Panzer. Plus 9. Okay, aber die ist halt minimal besser, oder? Da müsste ich aber wahrscheinlich zu einem Schmied. Oder? Sieh an, oh. Wie steht's denn mit der Gastfreundschaft des Herrn Kommandanten? Leute wie er können uns helfen. Oder in Ketten werfen und Strom abwärts schicken.
Er sagte mir, dass auf einer Barke Skoyatel festgehalten werden. Hat er auch gesagt, dass sie dort Kiaran Eb Esnilin, die rechte Hand Jorvets, gefangen halten? Nein. Statten wir ihm einen Besuch ab? Vielleicht weiß er etwas über den Königsmörder. Komm. Die Königsmörder. Geh zum Gefängnisschiff. Folge Triss. So, endlich wieder Story. Also die erste Quest, die wir gemacht haben mit den beiden Soldaten, die war sehr cool. Und generell die Story war auch nice. Die zweite Quest, die wir heute gemacht haben mit der Höhle, war einfach nur Bullshit, weil das war einfach nur Gekämpfe und der Bosskampf war auch eher so meh. Er war episch. Und er sieht krass aus, aber es ist so. Gefangenen sprechen. Ich darf keinen reinlassen. Ich erfülle einen Auftrag von Kommandant Loredo. Tja, er soll sich mit dir geeinigt haben, aber... Geh mir aus dem Weg. Aus dem kriegt ihr eh nichts mehr raus. Dekrepiert. Okay. Zum Gefängnisschiff. Halt endlich die Schnauze da unten. Guck, der Fieberkranke schläft. Wach auf, du Ass. Wirst noch früh genug ewig schlafen. Wer zum Teufel ist das? Sieht nach einem Elf aus. Den haben sie ja zugerichtet. Er hat etwa ein Dutzend Brüche. Ich brauche deine Hilfe. Was soll ich tun? Der Zauber ist sehr schmerzhaft. Wenn er sich sträubt, könnte ich ihn töten. Dann stelle ich ihn mit dem Axi-Zeichen ruhig. Genau. Also wenn das wieder ein Quick-Time-Event ist, dann... Inshallah ist er tot, der Junge. Mach dich bereit, Schnäpfel. Bald steigen wir zu dir runter. Ja, nicht das falsche Zeichen auswählen. Scheiße, was soll denn das? Hey! Hoppala. Psst. Kein Gefummel mit dem Schwert, ist das klar? Ja, ist doch alles gut. Ich mach doch nur Spaß. Das war doch nur ein Späßle. Ich wollte doch nur den hier. Beruhige den Verwundeten mit dem Axi-Zeichen. Aber auch hier wieder, ne? So richtig komisch, unintuitiv. Was genau soll ich denn jetzt hier tun? So, hä? Ich meine, ich kann scheinbar nicht Axi wirken, weil sonst die ganzen Wachen... Du stehst unter Beobachtung, Hexer. ...schwierig tun. Ich kann aber auch nicht mit ihr reden. Was mache ich denn jetzt? Digga, dieses Spiel, warum ist es so? By the way, vielen Dank an alle, die gerade reinfollowen von Hübi und so. Liebe Grüße an der Stelle an den Boy und schön, dass ihr da seid. Gerade die Krake vor mir. Uff, Bruder Ali, viel Spaß, ne? Ich wünsche dir was. Ja, was mache ich jetzt? Wow. Einfach weglaufen von ihm und dann... Kame! Da kannst du lange warten, du Hurensohn. Ich bin kein Verräter. Er fantasiert. Fahrt gern. Wo bin ich? Auf der Gefängnisbarke in Flotsam. Auf der Barke der Verdammten. Dann ist es aus mit mir. Wir haben dasselbe Ziel. Wir kämpfen gegen Kommandant Loredo. Ich habe einmal einem Deune vertraut. Einmal zu viel und nie wieder. Da ist ein Hexer in Jorvets Abteilung. Und wie jeder Deune hat er sich schließlich als Abschaum erwiesen. Was ist geschehen? Er hat uns verraten. Wir haben uns getroffen, wo die Rosen der Erinnerung wachsen. Er hat mir eine Abmachung vorgeschlagen. Ich hätte es wissen müssen. Rosen der Erinnerung? Ja, die letzten. Er dachte, für das Kommando über die Truppe würde ich den eigenen Bruder verraten. Da lag er falsch. Und es kam zum Kampf. So etwas habe ich noch nie gesehen. Kein Mensch kann sich so schnell bewegen. Ein Massaker. Ich war der Erste, der zu Boden ging, deswegen lebe ich noch. Ich wäre verblutet, hätten Loredos Männer mich nicht gefunden. Leto wird Jorvet töten.
Und dann zerfällt alles. Viele Opfer, so viel Leid und alles umsonst. Ha. Was nützt dem Deune Jorvets Tod? Er hat uns eben benutzt. Und als Jorvet nicht mehr nützlich war, ich weiß nicht, was er eigentlich will. Leto? Ja. Wir haben, was wir wollten. Und jetzt? Jorvet. Und wenn Jorvet es schon weiß? Dann erinnere ich ihn an das alte Sprichwort, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Warne ihn, Gwynblade. Jorvet kämpft, weil er das am besten Gwynblade! Kann. Er ist ein Enseide, ein echter, freier Enseide. Einer der Letzten. Dieser Kampf hat einen Sinn, jetzt mehr denn je. Es gibt noch Hoffnung. Wovon redest du, Kiaran? Was für Hoffnung? Auf Veränderung. Auf ein besseres Morgen. Ich werde es nicht mehr erleben. Sie bringen mich auf diese Barke und dann gehe ich hin, wo die Apfelbäume blühen. Aber ihr müsst Jorvet warnen. Yennefer sagt, dass Ciri von uns gegangen ist. In einer besseren Welt lebt. Zuvor hat sie uns die Macht. Damn, boy! Unsere Insel. Wir verlieren das Zeitgefühl. Das ist aber ein schöner Baum gewesen gerade. Da im Hintergrund. Die Menschen halten die Geister der wilden Jagd für unbesiegbar. Sie rasen über den Himmel. Schwerter aus Blitzen in den gleichen Händen. Sie entführen immer wieder Menschen, die dann ihre Reihen verstärken. Sie verbrennen den Obstgarten und die Hütte und zertrampeln unsere Insel. Warum müssen die immer noch? Sie entführen Yennefer. Ich muss sie retten. Hat die keine Kleider? Zurück in die Wirklichkeit gelangen. Auf den Weg des Hexers. Ticker Geralt. Deiner Fratze.